Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 22. Dezember 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, hier steht Weihnachten kurz bevor und in diesem heutigen Tageshoroskop möchte ich auch die Konstellation zu Weihnachten besprechen. Das nächste Tageshoroskop ist geplant für Donnerstag, den 28. Dezember, also jetzt fast eine Woche lang, die ich im Überblick euch nahebringen möchte. Die Sonne befindet sich jetzt im Steinbock seit gestern. Das heißt, wir befinden uns jetzt in der 30-tägigen Steinbockphase, die dieses Jahr besonders ist, weil ja auch Saturn, der dem Steinbock zugeordnete Planet, in den Steinbock eingetreten ist. Gestern Abend sind Sonne und Saturn sich begegnet. Die Sonne hat jetzt schon den Saturn überholt quasi und wird den erst wieder in einem Jahr plus X treffen. Nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt der Steinbock vom Saturn mit beeinflusst. Das bedeutet, dass die Steinbockkräfte in diesem Jahr, in diesen Zeiten besonders stark sind und die Steinbockkräfte haben eben auch mit der Reduzierung auf das Wesentliche zu tun, mit der klaren Entscheidung, gehe ich den Weg der Materie, des Konsums oder gehe ich den Weg des inneren Lichts, der Verwandlung, der ja in den letzten drei Zeichen des Tierkreises Steinbock, Wassermann und Fische, dann bis zu den Fischen durch die in der persönlichen Auflösung, in der Apotheose sozusagen gipfelt. Die Steinbockphase ist oft eine Phase, die eben zum einen besonderen ist, weil in unserem Kalender oder weil ja dort zu Beginn das Weihnachtsfest liegt und dann in unserem Kalender dann auch das neue Jahr dort beginnt und dann eben mit dem neuen Jahr, dem kalendarischen neuen Jahr, wir uns ja oft neue Vorsätze geben, Dinge uns vornehmen, die wir verändern wollen. Tatsächlich ist die Steinbockzeit dazu gut geeignet, weil der Steinbock eben auch viel mit Disziplin, Askese, Rückzug zu tun hat, also mit auch den Kardinaltugenden, wo man im Grunde langfristige Ziele, die man eben nicht morgen oder übermorgen erreichen kann, vorbereitet und sich auch auf diesen Weg dorthin begibt. Nur müssen wir dazu nicht bis zum 1. Januar warten, sondern die Steinbockzeit läuft schon. Wir können also jetzt schon daran gehen, zu untersuchen, ob es in unserem Leben nicht Bereiche gibt, die einfach flüssiger als flüssig sind, nämlich überflüssig, und ob wir nicht auf manches verzichten können, um die Zeit und Energie mehr zu der Erforschung unseres Inneren zu verwenden. Es ist nicht unbedingt eine besonders emotionale Zeit, außer das Weihnachtsfest, sondern der Steinbock ist oft sach- und zweckbezogen. Der Merkur ist heute noch rückläufig, wird aber in der Nacht zum 23., also in der Nacht zum Morgen, wird Merkur wieder direktläufig werden. Er steht jetzt praktisch still. So, was sich vielleicht bei vielen Menschen in so einer Hektik noch zeigt, dass sie nicht wie sonst zu Weihnachten vieles schon im Vorfeld erledigt haben, sondern dass manches fehlt, dass manche Verbindung oder Kommunikation, Verkehrsverbindung nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hat. Wie gesagt, Merkur dann ab morgen im Schützen wieder direkt laufend der Sonne hinterher eilend. Venus hier heute im 27. Grad des Schützen, also dicht bei Saturn und Sonne. Venus wird am ersten Weihnachtstag, dem 25., auch in den Steinbock wechseln morgens. Venus hat ja viel damit zu tun, wie unsere Beziehungen sind und wie unsere Werte aussehen. Venus im Schützen ist doch sehr idealistisch geprägt, während sie dann im Steinbock doch mehr nüchtern, funktional agiert und auch hier die Venus, durch die Venus sich eben gut zu überlegen gilt, wie unsere Beziehungen eigentlich aussehen, dort hier mal nüchtern Bilanz zu ziehen und ob wir diese in dieser Form weiterführen sollen. Und worauf eigentlich unsere grundlegenden Werte basieren. Dann der Mond als Tagesanzeiger der Energien zeigt im Grunde ja auch, wie die Stimmung des Tages so
zusammen natürlich mit den anderen Planeten ausschaut. Heute am Freitag starten wir am 22. mit dem Mond im Wassermann, was eben auch sehr viel Freiheit und Individualität bedeutet. Es gilt auch einerseits unabhängig von anderen und andererseits zusammen mit anderen Projekte Dinge anzuschieben. Diese Gegensätzlichkeit ist ganz typisch für den Wassermann, der oftmals eben Gegensätzliches in sich vereint. Morgen am Samstag, dem 23. Dezember, wechselt dann der Mond am Nachmittag um 15:42 Uhr ins Zeichen Fische, sodass wir Weihnachten halt dann mit dem Mond in den Fischen haben. Musste ich mal niesen kurz. Mond in den Fischen haben. Das bedeutet, das Weihnachtsfest ist eben daher sehr emotional und könnte von Leuten, die sehr religiös oder spirituell oder beides sind, eben auch dafür genutzt werden, sehr stark an dieser Spiritualität, in diese Religiosität hineinzugehen und tatsächlich diese Wiedergeburt, dieses Lichtfest, was ja Weihnachten ursprünglich ist, in seinem essentiellen Ausdruck zu begehen. Auch der Heilige Abend dann mit dem Mond in den Fischen. Am ersten Weihnachtstag gibt es dann den Übergang der Venus in den Steinbock, wie wir bereits beschrieben. Am späten Nachmittag steht dann Venus in Konjunktion mit Saturn. Schwelende Konflikte und Unzufriedenheiten in uns werden sich da wohl zeigen. Leider ist es ja häufig so, dass wir in unseren Unzufriedenheiten, in unseren nicht integrierten Gefühlen diese Veränderung oder Bewusstwerdung ja nicht in uns suchen, sondern diese Dinge projizieren und dann andere dafür verantwortlich machen. Und dann kommt es oft zu Streit und Auseinandersetzung über Themen, die dann vielleicht gar nicht da gar nicht so wichtig sind. In der Nacht dann zum zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember, wechselt schließlich der Mond von den Fischen in den Widder. Das heißt, der zweite Weihnachtstag bringt dann so ein bisschen mehr Energie und Schwung wieder in die Bude. Der Mond im Widder rüttelt uns so ein bisschen auf. Man erwacht aus der Lethargie und der Emotionalität und möchte wieder aktiv werden. So passt es dann auch, dass dann am Morgen des 26. Sonne und Mond im Quadrat zueinander stehen. Der Mond, der ja die ganze Zeit zunehmend ist, ist dann im zunehmendem Halbmond, ein Konflikt zwischen Sonne und Mond. Die Sonne im Steinbock möchte vielleicht dann schon am zweiten Weihnachtstag wieder zur Pflicht zurückkehren, während der Mond im Widder sagt, folge doch eher deiner Intuition und geh irgendeine Initiative wirklich an. So läuft dann auch der 26., auch der 27., der Mittwoch, dann der Tag nach Weihnachten mit Mond im Widder, ein Tag, und Merkur wieder direktläufig, ein Tag, wo wir vieles besorgen, erledigen, klären können, wo wir aktiv sein können, wenn wir wollen. Dann am 28., dem Donnerstag, gibt es dann wieder ein Tageshoroskop, wobei dann der Mond am Morgen um 7:23 Uhr in das Zeichen Stier wechselt und dann eine harmonische Verbindung mit der Sonne eingeht. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei all denjenigen, die mir über das ganze Jahr die Treue gehalten haben und sich brav die Tageshoroskope, die natürlich mit Wechseln der Tagesstimmung auch aufgenommen werden, zu verfolgen. Ich hoffe, dass das hilfreich gewesen ist. Ich wünsche allen, die das hören oder gesehen haben, eine friedvolle Weihnachtszeit und bitte bedenkt immer, dass das, was wir uns wünschen, immer auch in uns beginnt und nicht dort im Außen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns ab dem 28. Dezember hier wieder sehen sollten. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.